Jo Leute! Na, wieder Bock auf Mario? Ich weiß, das Spiel ist ein Retro-Spiel, was in der heutigen Zeit schwierig ist, aber Leute, ich mache jetzt das, was ich beim letzten Mal schön verkackt habe. Und ich muss vor allem mal nachschauen, ob ich nicht irgendwo was übersehen habe, was mir dabei helfen würde. Denn ich glaube nämlich, es war so knapp, ich muss irgendwo Münzen übersehen haben. Also ich weiß, dass es hier eine so eine Bahn mit Münzen gibt, aber ich glaube, es gibt nicht nur eine. Da muss ich was übersehen haben, denn ansonsten geht sich das mit den Münzen technisch gesehen nur schwer aus. Schauen wir mal, ob es wahr ist, dass es hier wirklich zwei Bahnen gibt. Ich hoffe es zumindest. Nein. Ist nicht wahr. Der Mythos ist zerstört. Naja, gut. Bleibt immer noch der hier. Schauen wir mal. Wow. Wow. Das ist leider jedes Mal sowas von schwer. Da den richtigen Kurs zu halten, ist Wahnsinn. So, irgendwo hier müssen drei Münzen auf dem Boden verstreut sein. Die habe ich, glaube ich, das letzte Mal nicht so mitgenommen. Und tatsächlich, es muss in jeder Welt zwangsweise, in jeder Mission möglich sein, den 100-Münzenstern zu schaffen. Heißt, es muss hier, zumindest war es auf dem N64 oder wenn das eine vertrauenswürdige Quelle ist, so. Aber ich denke mal, da gibt es schon so viele Leute, die das behaupten. Es muss stimmen. Es ist zwar laut diesem Eintrag hier in der grünen Giftgrotte, und in einer weiteren Welt sehr knapp. Aber es geht. Es geht. So, den Bereich, den haben wir ausgeräubert. Das letzte Mal, als ich das, den ganzen Spaß hier probiert habe, ist mir ein blöder Fehler unterlaufen, der äußerst ungünstig ist. Deshalb habe ich das auch beim letzten Mal nicht hergezeigt, sondern einfach Hardcard geschnitten. Ich wurde nämlich dort hineingesogen. Davor sind aber leider Münzen, die man sich holen kann. Natürlich insofern ein bisschen blöde. Weil so ist es tatsächlich erforderlich, dass man die Kartenfähigkeiten dafür hat. Soweit ich weiß, sind auf dem U-Boot keine Münzen. Das, was wir jetzt machen müssen, und ich hoffe, dass sich das ausgeht.
Tauchen, 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 tauchen. Man kommt nämlich nur unten davon. Also Leute, unten einzige Möglichkeit zu entkommen. Alles andere ist Selbstmord. Haben diese Muscheln nicht mal irgendwas? Die hat nichts. Die auch nicht. Da ist ein Münzkreis! Den habe ich letztes Mal gar nicht gefunden. Ja Leute, damit geht es sich dann auf alle Fälle aus. Ich weiß, dass 30 Münzen oben sind. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 46. Das heißt, wir haben sogar 5 vor. Nicht tauchen. Okay Leute, ihr habt jetzt ein bisschen waghalsiger gesehen, was hier abgeht. Ah, das war eigentlich dämlich. Denn da drüben gibt es nochmal 3 Münzen. Falls die Frage kommt, und ich denke mal, dass sie nicht kommen wird, aber beantworten wir sie mal trotzdem. Man kann auf diesem Gitter da oben sich nicht ranhängen. Das ist ein bisschen gemein, weil es schaut schon sehr danach aus. Ich habe das tatsächlich als Kind des Öfteren probiert. Habe es nie geschafft. Bin auch der Meinung, dass es bis heute gar nicht geht. Und ich glaube, bei der Meinung kann man durchaus bleiben. Okay, das hatte zwar keinen Stil, aber es war cool. Das ist schon geil manchmal. Ja, die Wilde Wasserwerft ist eine der gefährlicheren Welten, zumindest was das Sammeln der 100 Münzen betrifft. So, wenn jetzt alles gut geht, dann haben wir es auch. Ja, Leute, mit den roten Münzen geht es sich aus. Im Übrigen, wenn man, und das ist jetzt zwar ziemlich blöd gesagt, aber es ist so, runterfällt von den Stangen und im falschen Bereich landet, dann gibt es da, glaube ich, einen einzigen Spot, das ist nämlich genau direkt da darüber, wo man in diese Leere eingesogen wird. Ach, wisst ihr was, das ist mir jetzt doch zu blöd, ich springe da einfach runter. Ja, es ist ziemlich bitter, dass ich diesen Münzkreis nicht gefunden habe im letzten Part, der hätte mir nämlich den ganzen Blödsinn da erspart, weil selbst mit allen Münzen dort wäre sich das nicht ausgegangen. Gut, dass ich das rausgeschnitten habe. Schade, dass wir die Welt nicht in dem Part beendet haben. Aber macht ja nichts. Wir haben ja dafür was anderes gemacht. Also zeitlich sind wir nicht im Rückstand. Vorläufig nicht. Wie gesagt, ich habe damit gerechnet, dass das so schief geht. Und das mit einem ganzen Part, also sprich volle 30 Minuten. Oh, das ist bitter. Das Gemeine an den 100 Münzen ist halt immer, dass die so ewig lange dauern. Ich meine, gibt Welten, da ist es besser. Die Buhu-Welt wäre da ein gutes Beispiel. Also.
Bitch, what? Okay. Mir alles recht. Aber der Bug war schon geil, das müssen wir zugeben. Dauert halt nochmal 2 Minuten. Was heißt 2 Minuten? Eigentlich ist es nicht so wild. Ich erinnere mich ja nur daran. Und ja, Leute, das geht auch. Ich erinnere mich nur daran, als wir bei Bowser's Lavasee waren. Und das mit schnelleren und komplizierteren Bewegungen besser geklappt hat, als mit Vorsicht. So. Letzte Chance vorbei. Das Einzige, was immer zu hoffen bleibt, ist, dass du nie vom Sog gefasst wirst, wenn du da oben runterfällst. Das kann, soweit ich weiß, blöderweise passieren. Ist, soweit ich weiß, nur an einem Spot möglich. Ja. Gut, Leute, damit wären wir im kompletten Untergeschoss fertig. Mit 82 Sternen. Minus denen, die wir schon hatten. Also ich glaube, minus 8 Sterne, das spricht 76, kann man zum Boss vor. Kann man ins obere Stockwerk vor. Oder? Wir können ja nachzählen. Und Gulliver Gumba. So, Gulliver Gumba werden wir heute fertigstellen. Hatte Gulliver Gumba überhaupt eine rote Münzenmission? Das ist jetzt kein Scherz, ich fand mich das wirklich. Ah, noch eine Welt. Die sehr, sehr witzig ist, weil da kommt ein Charakter vor, der genau dasselbe kann wie der Geier aus. Begib dich zu. Oh nee, das ist diese ganz fade Mission. Oder das war doch diese total langweilige Mission. Ich glaube. Ah ja. Und das ist eine Welt, in der die 100 Münzen ganz besonders einfach sind. Und von diesen riesigen Goombas. Da gibt's ganz, ganz viele. Und habt ihr gesehen, wie jetzt die Kamera zu meinem Nachteil gedreht wurde? Daher dieses Plateau hier viereckig ist, also. Ich nenne es jetzt mal dieses Plateau, weil es ist eigentlich eine Platte mit Aufbau in einer Welt. Dreht sich die natürlich immer in dem Winkel mit, in dem man gerade geradeaus normal draufschauen würde. Das ist insofern ein bisschen blöd, weil meistens die Kamera genau dann umgestellt wird, wenn du es nicht brauchen kannst. Dreht dann auch mal gegen Koopa den Schnellen an. Ja, wenn es unbedingt sein muss. So, hoppala. Zum Glück, wenn man groß ist, kann man das hier einfach überspringen. Hier unten gibt es überhaupt nichts von Mehrwert. Leider. Sehr, sehr schade. Aber ist halt so. Hier gibt es auch nochmal zwei solche Goombas. Also. Münzenmangel hier
Bestimmt nicht. Du kriegst alleine ja, glaube ich, schon 35 bis... Nein, du kriegst sogar mehr. Ich glaube, man kriegt bis zu 60 Münzen von denen. So. Lang, lang ist her. Du scheinst noch schneller geworden zu sein. Hast du heimlich geübt oder liegt's an den Sternen? Meine letzte Niederlage geht mir nicht aus dem Kopf, aber das ist meine Ausstrecke. Wie wär's mit einer Revanche? Das Ziel liegt hinter der Böenbrücke. Fertig, los! Man darf sich halt nicht beirren lassen, die Kugeln. Wow. Ach du Schande. Ist aber eigentlich egal. Hey, Riesengumba. Hallo. Wow. Es ist eigentlich wurscht, was passiert, weil... Wenn es dir blöderweise passiert, dass er irgendwie Probleme macht, der Kerl, dann kannst du einfach den 100-Münzen-Stern machen und das war's. Also es ist halt wirklich überhaupt keine Challenge, hier irgendwas zusammenzubringen. Und vor allem, du kommst hier so leicht überall hin. Das Einzige, woran man sich gewöhnen muss, sind diese Kugeln. Okay, ich wollte jetzt eigentlich nie, dass er einen Dreifachsprung macht, aber soll mir recht sein. Wie gesagt, Münze ist Münze. Und mir fällt gerade ein, wo die roten Münzen in dieser Welt sind. Ja, das ist leider auch so eine kleine Spezialaufgabe. Wo du relativ leicht, ich sag jetzt mal, versagen kannst. Hopp. Komm her. Hier kommst du, glaube ich, auch nur rauf, wenn du diese Abkürzung oder die Kanone verwendest. Scheiße! In dieser Welt gibt es keinen Blue Coin Switch. Und da drüben ist dieser riesige Fisch. Wenn einen der frisst, dann war's das. Interessant wäre noch zu wissen, wo hier die Kanone ist. Würde mir nämlich gerade nicht so wirklich einfallen. An dem Fisch kommst du wirklich am besten vorbei, wenn du ihn ignorierst. Komm her. Oh nein, meine Euros! Ich bin Donald Duck, ich bin geldgeil! Ah nein, das ist ja Dago. Von dem nimmt man keinen Schaden? Sieh ihn an, der haut sogar ab. Der Part ist jetzt leider ein bisschen langweilig, aber... Also zumindest bisher. Ach, den Lakito gibt es ja auch noch, stimmt. Boom. Ich sammle lieber den 100-Münzen-Stern schon vorher ein.
was ich wahrscheinlich jetzt vergessen kann. Denn bei dem Stern kann man auch sterben. Also der rote Münzenstern ist hier nicht so einfach, aber auch nicht so schwer. Gibt es hier nicht irgendwo noch so einen Baumstumpf? Ach nein, ich weiß, wo der ist, Leute. Man kann den Lakita im Übrigen auch töten. Das würde funktionieren. Gesehen? Nicht besonders schwer. Mehr lästig als schwierig. Ja. Die Stachis lassen sich, glaube ich, nicht besiegen. Und das, liebe Freunde, wissen auch nur ganz wenige Leute, dass das geht. Ich habe nämlich absolut überhaupt keinen Bock, da außen rum zu gehen. Warum auch? Es bietet keinen Mehrwert. Oh Gott, erinnert sich da noch einer diese saublöde Werbung von diesem komischen Baby vom Elektrofachhandel? Wie hieß der? Mehrwert, glaube ich. Ich habe ja... Am Anfang habe ich das ja noch lustig gefunden. Weil es mal was anderes war. Ach Gott. Dummer Mario, was tust du? Du weißt genau, wie ich da wieder raufkomme. Also, ja, es ergibt nicht wirklich Sinn, das zu machen. Und vor allem, du kannst dich ja wirklich jedes Mal retten, wenn es schief geht. Es ergibt dann überhaupt keinen Sinn, dass er hier den Steuerungsfehler ausnutzt. Im Übrigen, ich habe zurückgezogen und dann erst B gedrückt. Das war aber schon auf dem N64 so, dass er dann trotzdem aufgrund des Speeds meines Wissens nach den Hechtsprung ausgeführt hat. Was sowieso keine Sau brauchen konnte. Also, ja. Normalerweise ist es so... Drückt man nach vorne, macht er diesen Kick. Drückt man nach hinten. Ah, drückt man nach vorne, macht er den Hechtsprung, drückt man nach hinten. Drückt man nach hinten, macht er diesen komischen Kick. So, das werden wir jetzt ganz langsam erledigen. Wobei mich interessieren würde, ob man hier auch stylen kann. Was ich jetzt auch gleich ausprobieren werde, weil es mir reicht. Wo war denn das circa? Hier? Ah nein, das verhindert, ja. Ich sehe schon. Ich sehe schon, was das verhindert. Diese Schräge verhindert das. Trotzdem, es ist einfach nur Betrug. Es ist wirklich, über solche Sachen zu balancieren, ist Betrug. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, weil wenn du einmal beschleunigst, du drückst geradeaus, er rennt irgendwo hin. Ganz egal wo. Hauptsache, losrennen wie eine wild gewordene Kuh. Wow, die Kamera wurde mal gleichmäßig versetzt. Ja, ich glaub's ja selber nicht, dass du mich da runtergärten lässt. Also ich habe Mario Star Road gespielt und das war nicht so zittrig. Und ja, das habe ich auch mit dem Switch-Controller gespielt.
Beim zweiten Mal. Tatsächlich habe ich Mario Star Road immer vor dem Original 64 Let's Played. Hört ihr dieses komische Blablabla? Das ist der Boss dieser Welt. Es hat so jede Welt circa ihren Boss, bis auf 2 bis 3. Okay, nein, es haben nur ein paar Welten ihren Boss, stimmt. Nein! Deshalb, Leute... Lasst euch nicht verarschen. Deshalb habe ich den 8 rote Münzenstern nämlich schon vorher eingesammelt. Ah, 100 gelbe Münzen war das, glaube ich. Entschuldigung. Du musst nicht so hässlich drüber springen, Mario. Seht ihr, was die Switch hier aufführt? Und das war eigentlich auch nicht gewollt. Und das schon gar... Ach Gott. Wenn die schon Edge-Smoothing betreiben, dann bitte bedenkt, dass das Spiel für einen analogen Controller ausgelegt war. Was war denn das? Es lohnt sich vielleicht sogar, den Cooper von der Seite anzuquatschen. Wieso machst du deine Stampfattacke, du gehirnlose Miesmuschel? Kommt nach! Ha! Schneller gewesen! Das darf doch alles nicht wahr sein! Ich habe schon wieder verloren! Dabei habe ich mir extra die neuen Cooper Mach 1 Schuhe gekauft! Oh, voll der Styler! Naja, ich denke auch, dieser Stern gehört dir! Herzlichen Glückwunsch! Wo hat der die eigentlich her? Ich glaube aber, das ist die erste Welt, bei der wir es nicht schaffen werden. Löse die 5... Och, nee. Alter, nein. Wie man so blöd sein kann, versteht auch nur der Geier. Wie schafft es bitte aus dem Stand heraus, ohne dass ich ZL zu drücken versuche, oder ZR, geht ja auch, eigentlich den Rückwärtssalto zu machen? Wie schafft er das? Ich werde jetzt eine andere Mission machen, Leute. Wenn wir schon den Wickler haben, dann will ich den auch aufs Thumbnail klatschen. Hier wäre sogar eins dieser Itty-Bitty-Rätsel, aber ich weiß halt wirklich nicht, wo der Rest ist. Mario, du musst nicht über die Röhre springen. Du kannst auch reinspringen und dann das ZL akzeptieren, was man drückt. Das geht. Es ist zwar schwer für dich, aber es geht. Ja, Steuerungsfails sind an der Tagesordnung, würde ich sagen. Oh, und diese drehende Kamera. Schade, also es ist wirklich schade, dass man die nicht irgendwie freezen kann. Ah! Zieh dir diese Schweinerei an!
Du hast meine Wohnung überflutet, meine ganze Einrichtung ist ruiniert. Ich bin stinksauer, alles läuft schief, seitdem ich diesen dämlichen Stern gefunden habe. Ich werde... Jetzt bin ich gespannt. Ach so, man muss sich erst seinen Dialog anhören. Oh! Bist du immer noch hier? Findest du nicht, dass du bereits genug Schaden angerichtet hast? Ach, der hat drei... Oh! Oh, ganz schlecht, ganz schlecht. Vor allem die Kamera ist ja so scheißdreckig. Oh, halt, halt. Ich gebe ab. Wir nehmen diesen Stern. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich kann mir die Sterne durch das Loch in der Decke ansehen. Wann immer ich möchte. Der setzt sehr, sehr stark auf Geschwindigkeit. Und dort unten zieht man diesen Bereich, in dem ich vorher verkackt habe. Hier gäbe es tatsächlich auch noch Münzen. Aber soweit ich weiß, kommt man hier auch nicht mehr raus. Ist ein bisschen ungünstig, aber... Naja. So, der Wiggler. Was war denn der Wiggler überhaupt für eine Mission? 4. Die roten Münzen sind 5. Ich kann euch nur empfehlen, geht immer bei dem Miniland hinein. Das zahlt sich mehr aus als das Maxiland. Vor allem dann habt ihr gewisse Schwierigkeiten nicht und... Naja. Man erspart sich dadurch sehr, sehr viel Zeit und es bietet keinen Mehrwert, den anderen Weg zu nehmen. Und das Einzige, wo man das, glaube ich, wirklich machen muss, sind diese Itty-Bitty-Rätsel. Junge, stell doch die Kamera normal ein. So. Jetzt können wir uns den ganzen Spaß mit dem Balancieren nochmal geben. Das muss man hier in dieser Welt witzigerweise sehr, sehr häufig tun. Ja. Gut. Gab es da drinnen nicht sogar einen Blue Coin Switch in dieser Area? Wow. Und ja, man kann sich da festhalten. In Mario 64 DS ist es ja so, dass du auch Luigi spielen kannst, was ja hier ein Aberglaube war, der sich hartnäckig bis heute bei manchen Leuten hält. Ich kann es ganz ehrlich nicht bestätigen und auch nicht nachvollziehen, wieso man das glaubt. Natürlich, der Wiggler ist wieder da, wenn man die Mission neu startet, keine Frage. Zum Glück haben wir den 100 Münzenstern schon. Das Blöde ist halt wirklich, wenn die Switch mitten im Lauf die Kamera verdreht. Gesehen wie gemeint. So, hier ist der Shadow Star. Wow, Alter. Dieser Scheißkerl, wieso machst du keinen Doppelsprung, hä? Wieso nicht? Was ist mit dem? Ach, ich will nicht mehr, Leute. Ich will heute einfach nicht mehr.